Hey meine Freunde und heute wieder herzlich willkommen bei uns auf dem Radioactive Server. Neues Video, Lederino, das nackte Rino. Ja, ich blende euch jetzt einmal kurz ein, wo ihr es finden könnt, wo die roten Punkte sind. Dort könnt ihr es finden. Wofür ist es da? Es ist ein Salzfarmer. Es ist ja wie ein Rino aufgebaut. Es ist ein echt schlechter Schwimmer, werde ich später nochmal erwähnen. Und es hat genau wie das normale Rino einen ja, Charge- oder RAM-Angriff. Was benötigen wir also, um es zu tamen? Wir fangen direkt an. Wir benötigen Bolas, Tame Food, Pfeil und Bogen und natürlich... Ich persönlich bevorzuge Schilder als Falle. Es geht in dem Video wieder um ein Level 30 Tier, wie in jedem meiner Taming-Videos. Und ich empfehle euch, wie in jedem meiner Taming-Videos, den Spermway-Killer. Springen wir direkt weiter. Was solltet ihr geskillt haben? Also, das verbesserte Zähmen auf der höchsten Stufe wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Dann Schleichen Stufe 3, damit ihr besser an das Tier halt rankommt. Wobei das Rino da nicht allzu schwer ist. Dennoch würde ich es an eurer Stelle skillen. Beast Mastery Stufe 3, ja, auf jeden Fall, weil sonst könnt ihr es nicht tamen und könnt es auch nicht reiten. Dementsprechend ist das auf jeden Fall ein Muss, da es sich um ein Tier, drei Tier handelt. Hier habe ich euch einmal gezeigt, so kann eine Falle aussehen. Wie bei anderen Tieren baut ihr es in Schildern ein, entfernt die Schilder danach wieder, lasst ein bisschen Platz, sonst dreht sich das Tier die ganze Zeit. Besonders schlimm ist es zum Beispiel bei Giraffen, aber beim Rhino geht das durchaus. Lasst einfach ein bisschen Platz und ja... Ich habe hier einmal für euch getestet, so ein paar Sachen zum Füttern. Am besten hat sich als herausgestellt, ja, die Steckrübe mit 18,7%. Alles andere an Gemüse gibt 15,3%. Und ja, an das Tier kommt ihr am besten heran, wenn ihr von dem Bauch ranschleicht. Am besten, ja, geduckt oder halt kriechend. So kommt ihr ganz gut an das Tier ran und es wird sich einfach nicht wehren. Ja, das Lederino ist, wie schon erwähnt, der beste Salzfarmer auf Radioactive, ist tatsächlich ein Rare-Spawn, also kein Rare-Sighting, sondern es spawnt einfach sehr selten und ja, durch den RAM-Angriff wie beim normalen Rino könnt ihr mehr Ressourcen aus einem Vorkommen rausholen. Ja, was ist noch hilfreich zu wissen? Das Tier sitzt auf dem Tier 3-Spawn und teilt sich natürlich auch mit anderen Tier 3-Tieren den Spawn. Sprich, wollt ihr es ja zum Spawnen zwingen, cleart einfach die Tier 3 Tiere. Und es hat natürlich wie ein normales Rino auch ein Knockback. Ja, Schwächen, es ist, ich habe es am Anfang erwähnt, es ist, glaube ich, der schlechteste Schwimmer der Welt, aber das haben die Rinos so an sich. Es hat einen relativ großen, ja, Turn-Cycle und es ist schnell out of Stamina. Das war's zu dem Video. Hat es euch gefallen? Bleibt gesund. Lasst gerne ein Like und oder Abo da. Auch ein Kommentar hilft, neue Leute zu erreichen. Bis dann und ciao, ciao vom Radioactive Server.